Nächster Redner ist Leopold Steinbichler, der Landwirtschaftssprecher des Team Stronach. Weinöl, nicht vergessen. Ja, bitte. Sag einmal her. Leo, sag einmal her. Nebulos wie die Lebensmittelkennzeichnung. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Ministerkolleginnen und Kollegen, Zuseherinnen und Zuseher auf der Tribüne und vor den Fernsehgeräten. Also, das war ja höchst interessanter Beitrag jetzt von der Frau Kollegin Fichtinger. Wie lange diskutieren wir denn das Thema noch? Ich meine, das ist ja wunderbar. Dann zur Opposition sagen, ihr habt ja nicht einmal einen Vorschlag. Ja, wenn alles in den Ausschüssen vertagt wird, ich komme dann nicht zu einem konkreten Punkt, da kannst du dann gleich beweisen, wie ehrlich ihr das meint. Ich darf nämlich Folgendes sagen. Der Chef der Petition Faire Lebensmittel hat sich gestern die Parlamentsdiskussion angehört. Er bedankt sich auch für die breite Unterstützung in allen Redebeiträgen, bei allen Fraktionen. Er hat sich dann ein bisschen gewundert über das Abstimmungsverhalten. Da weiß, glaube ich, jede Fraktion erinnern hier, wie sie gestimmt haben. Deshalb, glaube ich, an den Daten werden wir sie erkennen. Und deshalb wollen wir einen Beitrag leisten, Frau Minister, auf eine gute Zusammenarbeit in Zukunft. Ich denke, das ist das Wichtigste. Und wenn der Kollege Doppler gesagt hat, es handelt sich um eine EU-Anpassung, so bin ich der Meinung, lieber Kollege Robert, wir sollten in der EU Vorbild sein. Dieses wertvolle Österreich, dieses wertvolle rot-weiß-rote Zeichen, das weltweit bekannt ist, glaube ich, sollte dazu reichen, dass wir es auch mit Inhalt ausfüllen. Wo Österreich draufsteht, muss Österreich drinnen sein. Und das zum Thema Lebensmittelsicherheit, das habe ich immer schon aufgezeigt. Und natürlich, Kollege, hat das Palmöl kommen müssen, das ist ja ganz klar. Wenn die EU und Österreich im selben Ausmaß der zweitgrößte Importeur an Palmöl ist auf der Welt nach Indien, dann ist es nicht nur schändlich, und ich bedanke mich hier an dieser Stelle beim VKI für die Neue Zeitung, weil wieder sich beschäftigt hat mit der Zertifizierung und mit dem Thema Landraub. Aber nur einmal mit dem Thema Landraub im Osten und noch gar nicht vom Regenwald, und da werden die Zahlen noch viel fürchterlicher. Also wir sollten es wesentlich ehrlicher nehmen, weil es da um brutalste menschliche Schicksale geht. Und es kann nicht sein, dass die Caritas jetzt Briefe ausschickt, wir sollen den Welthunger einbremsen und wir sollten spenden. Wir sollten ihn nicht verursachen, das wäre einmal das Wichtigste. Wir sollten die Themen, die Probleme bei den Wurzeln behandeln, und dann haben wir Aussicht auf Erfolg. Ein ganz wesentlicher Punkt, denke ich, weil es angesprochen worden ist mit den Speisereste. Jawohl, sofort wieder umsetzen, wenn es die Möglichkeit gibt. Ich bedanke mich bei den Schulschwestern in Vöcklabruck, die haben mir gesagt, was für unsere Senioren und für unsere Kindergartenkinder zum Mittag gesund und regional gekocht wird, das dürften doch unsere Schweine um 14 Uhr Nachmittag zum Fressen kriegen. Und wir brauchen es nicht in die Biodone, in die Biogasanlage fahren, sondern es ist sinnvoll, im Nahrungskreislauf wieder sofort umgesetzt. Wir müssen viel mehr nachhaltig Richtung Kreislaufwirtschaft denken. Darf noch ansprechen die Systemgastronomie, Herkunftskennzeichnung. Ganz wesentlich, diese Sauerei muss aufhören, dass sich Möbelwirtshäuser, Superwirtshäuser mit 1,99, 2,99 Schnitzelaktionen die Kunden ins Geschäft holen. Oder sie sollen es mit ordentlicher Auslobung, Herkunftskennzeichnung machen. Dann schauen wir mal, wie sich dann das Verhältnis in fairer Konkurrenzwettbewerb mit den Wirten verhält. Deshalb wollen wir zu. Und vielleicht auch zum Thema Nachhaltigkeit, das muss ich wiederholen. Wenn im kommenden Wahlkampf, und da sind wir mittendrin, das haben wir heute gehört schon, bei mehreren Tagesordnungspunkten, wenn im kommenden Wahlkampf das Wort Nachhaltigkeit wieder missbraucht wird und eine Partei ist bereits wieder gefährdet, dann schaut euch bitte mal an, wie viele wertvolle, nachhaltige Ideen in den 30 Jahren ökosoziale Marktwirtschaft von euch selber versenkt wurden. Wertvollste Ideen, ich werde einige von diesen im Wahlkampf aufgreifen. Da sind brauchbare Sachen drinnen, aber ich glaube, dieses Wort ist zu wichtig. Das hat zu tun mit meinen Enkeln, und das ist ganz ein essentieller, wichtiges Fundament für zukünftige Entscheidungen. Und das ist zu wertvoll, dass man das für Wahlkampfprogramme missbraucht. Deshalb bringen wir nämlich zum Thema Nachhaltigkeit und ganz klare Kennzeichnung der Lebensmittel. Wenn man bedenkt, ich habe es gestern gesagt, im Enshafen wurden 240.000 Container umgesetzt im vorigen Jahr.
Wir haben, weil ich deshalb hier diesen Lastwagen mitgenommen habe, Frau Minister, aus dieser Fuhre Rinder wird österreichische Qualität durch die Schlachtung im österreichischen Schlachthof. Wir importieren 2,2 Millionen, Herr Kollege, 2,2 Millionen, lieber Georg, 2,2 Millionen Lebensschweine aus dem Osten und aus Holland und Dänemark und Norddeutschland nach Österreich. Plus 120.000 Rinder. So, jetzt frage ich euch, ob das gerechtfertigt ist, dass die dann im Schlachthaus den AT-Stempel kriegen. Das ist genau der entscheidende Punkt. Auf einem ausländischen Rind, auf einem ausländischen Schweineschlachtkörper hat das AT-Zeichen, das österreichische Länderkürzel, nichts verloren. Deshalb der Entschließungsantrag der Abgeordneten Stenbichler und Kolleginnen und Kollegen, Kennzeichnung von Fleisch mittels AT-Stempel. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, alle erforderlichen Maßnahmen zu veranlassen, die sicherstellen, dass ausschließlich Qualitätsfleisch österreichischer Herkunft, sprich Frischfleisch von Nutztieren, die in Österreich geboren, in Österreich aufgewachsen und in Österreich geschlachtet, zerlegt und verpackt wurden, mit dem AT-Stempel versehen wird. Bei Tieren, die im Ausland geboren und aufgewachsen sind, aber in Österreich geschlachtet wurden, soll die Genusstauglichkeit, und das ist der Knackpunkt, die Genusstauglichkeit mit einem Stempel des Herkunftslandes zertifiziert werden. Bringen wir doch hier Klarheit in diesen komplett verwirrten Markt. Ich glaube, es ist allen gedient, besonders unseren Enkeln, der Umwelt, der Gesundheit und den Arbeitsplätzen. Wir bitten um Unterstützung. Der vom Herrn so, Leopold Steinbichler, der Landwirtschaftssprecher des Team Stronach. In Verhandlung.